So, dann, hallo Freunde, ich mache heute mal ein spontanes Video. Ich habe ja jetzt schon so ja, ein paar tausend Aufrufe immerhin auf meine Adder-Videos bei YouTube und deswegen wird auch das ein oder andere Mal eine Frage an mich herangetragen bezüglich der typischen Probleme, die es da eben vielleicht geben kann. Und naja, und für die meisten Probleme gibt es eigentlich schon funktionierende Lösungen. Und ich habe mir jetzt gedacht, bevor ich mir dann jetzt mal in den Kommentaren hier den Stift fusselig schreibe, mache jetzt einfach mal ein kurzes Video drüber, wo ich das Ganze hier so zusammenfasse. Das Ganze jetzt mal relativ spontan und ich werde es auch jetzt nicht großartig danach zusammenschneiden. Ich hoffe jetzt mal, dass ich das in einem Zug einigermaßen akzeptabel rüberbringe, was ich zeigen will. Naja. Und eins der ersten Probleme, was manchmal passieren kann, und das ist eins, was relativ dann desaströse Folgen hat, aber ganz einfach natürlich zu beheben ist, ist, dass jetzt ein Bolzen nicht komplett auf die Schiene runterfällt, sondern eben vorne im Magazin hängen bleibt. Also dann sieht das Ganze, sagen wir mal, ungefähr so aus. Also dieser Pfeil sei jetzt unser Bolzen. Hinten sieht man, ist er jetzt auf die Schiene gefallen. Das heißt, da dahinter ist dann auch hier die Sehne. Und vorne hängt er aber noch im Magazin fest. Und das ist natürlich katastrophal, weil wenn ich jetzt den Schuss auslöse und habe das vorher nicht gecheckt, dass der ganz unten liegt, dann geht jetzt die ganze Wucht, die ganze Energie aus der Armbrust geht jetzt hier vorne ins Magazin rein. Und da hat man dann, wenn man Glück hat, vielleicht ein kleines Lochchen oder vielleicht ist auch nur in Anführungszeichen der Bolzen gebrochen. Wenn man Pech hat, kann das Magazin aber doch ziemlich stark beschädigen, wenn nicht sogar irreparabel beschädigen. Naja, man muss es jetzt aber hart sagen, wie es ist. Wenn das passiert, ist es eigentlich immer ein Bedienungsfehler. Warum? Weil es genau dann passiert, wenn der Bolzen eben zu lang ist. Jetzt die Frage, na gut, wie kann Bolzen zu lang sein? Na, ganz einfach deshalb, wenn die Spitze nicht mehr ganz sauber reingedreht ist. Ich habe hier mal so ein paar Bolzen dargestellt und bei dem einen hier ist es vielleicht so ein bisschen übertrieben dargestellt, aber man sieht natürlich, die Spitze ist nicht ganz eingedreht und es reicht halt schon, wenn das vielleicht 1 mm oder 2 mm rausgedreht ist, diese Spitze, dass der Bolzen dann so lang wird, dass er, wenn es ganz dumm läuft, eben mit der Spitze vorne im Magazin hängen bleibt. Naja, Lösung ist natürlich ganz einfach. Man muss beim Laden des Magazins immer die Sorgfalt walten lassen, dass man eben schaut, dass diese Spitzen wirklich sauber komplett reingedreht sind. Weil egal wie fest man die reindreht, nach ein paar Schüssen, ich meine, da wirken ja gewisse Kräfte auf diese Bolzen, kann es immer wieder sein, dass diese Schraubverbindung sich löst und die Schraube so ein bisschen rauskommt. Und gerade wenn man dann eben nicht nach jedem Repetiervorgang schauen will, ob der Bolzen jetzt wirklich sauber auf der Schiene liegt, was zum Beispiel ja auch nicht möglich ist, wenn man jetzt ganz schnelle Schusssequenzen machen will. Also ich habe ja auf meinem YouTube-Kanal so ein paar Videos, wo ich dann, was weiß ich, 5 Schüsse in unter 6 Sekunden oder so mache. Da kann ich natürlich nicht jetzt mal gucken, liegt der Bolzen richtig. Und ja, um überhaupt mal dahin zu kommen, das Ganze so schnell zu machen, muss ich natürlich, sagen wir mal, relativ lang trainieren. Das heißt, ich habe da viele 100 Schuss in dieser Weise durchgelassen, sodass ich also wirklich so schnell wie möglich repetiere und schieße. Und in der ganzen Zeit ist eigentlich nichts Schlimmeres passiert, weil ich halt unter anderem auch darauf geachtet habe, dass diese Bolzen immer einwandfrei im Zustand sind. Und wenn man jetzt schon auf den Bolzen achtet, dann kann man natürlich auch hinten mal drauf gucken. Ist die Nocke noch ganz drin? Ist sie vielleicht verdreht? Also, dass der Halbmond nicht mehr in Ausrichtung mit den Vanes ist. Und was man auch machen könnte, wäre einfach mal versuchen, den Bolzen so ein bisschen mit den Fingern durchzubiegen. Natürlich jetzt nicht so viel, dass er bricht, aber vielleicht mal so einen Zentimeter so ein bisschen durchbiegen. Das ist bei mir so eine Angewohnheit, die ich eigentlich vom Bogensport auch habe, weil da ist es auch so, man sieht einem gerade zum Carbonbolzen oft nicht an, dass er vielleicht schon Sprung hat. Deswegen biegt man dann auch beim Bogenschießen am besten mal den Pfeil so ein bisschen durch, weil das muss er auf jeden Fall aushalten, so ein bisschen durchbiegen. Und wenn es dann knackt oder wenn er in dem,
Moment dann durchbricht, ne, weiß man wenigstens, okay, der Pfeil hat schon Knacks gehabt und der wäre dann spätestens beim Abschießen von dem Bogen dann wirklich gebrochen. Also mir ist es eben einmal passiert, seitdem bin ich da vorsichtig, dass ich einen angeknacksten Carbonpfeil abgeschossen habe mit einem Bogen. Also ich rede jetzt nicht von einer Armbrust, sondern einem normalen Bogen. Und beim Schuss ist dann dieser angeknackste Pfeil zerbrochen. Ich habe gar nicht gewusst, was mir passiert. Ich habe dann bloß gemerkt, dass in meiner Hand, mit der ich den Bogen vorne festgehalten habe, halt so ein 10 cm langer Carbonsplitter drin steckte. Der ging relativ problemlos wieder raus, Gott sei Dank. War nur ein ganz kleines Loch. Aber wenn man das einmal gemacht hat, dann neigt man dazu, Pfeile und in dem Fall auch Bolzen wirklich erstmal genau zu untersuchen, bevor man sie diesen Kräften aussetzt, die jetzt in einem Armbrust oder in einem Bogen eben wirken. Also das wäre das eine Problem, was passieren kann. Schlimme Auswirkung, ganz einfache Lösung. Einfach aufpassen, ist der Bolzen sauber eingeschraubt, die Spitze von ihm. Naja, und das nächste Problem, was passieren kann bei dem Magazin V2, bei dem 7er Magazin. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das betrifft. Also rein von dem, was man so im Internet liest, würde ich vielleicht mal grob schätzen, weiß nicht, 5-10% der Magazin V2-Besitzer, die da vielleicht betroffen sind. Dass es insbesondere beim letzten Bolzen, insbesondere auch wenn man eben diese Original-IK-Bolzen verwendet, dass es dann passieren kann, dass beim Repetieren sich der Bolzen so um 90 Grad dreht. Und wenn man das nicht berücksichtigt und dann den Schuss auslöst, passieren natürlich auch ganz fürchterliche Sachen. Weil wenn der dann da so 90 Grad gedreht drin liegt, dann geht die Sehne sonst so hin, die geht dann drunter oder drüber und zerstören den Bolzen, zerstören das Magazin. Im Zweifel alle Pfeile fliegen oben raus und ganz tolle Sachen, die da passieren können. Das möchte man natürlich nicht. Die Lösung für dieses Problem, also was hier mit den Originalbolzen passieren kann, ist aber eigentlich auch schon bekannt, seit mindestens einem halben Jahr und funktioniert dann eigentlich auch sehr zuverlässig. Wieso rede ich jetzt immer von den Originalbolzen? Naja, weil es mit diesen nicht originalen Bolzen, also insbesondere hier diesen billigen China-Bolzen, die hier auch schon mal zwei abgebildet sind auf diesem Bild, dass es da noch weitere Probleme geben kann, die dann mit dieser ersten Modifikation, die ich jetzt gleich mal kurz zeigen werde, eben noch nicht behoben sind. Aber das werden wir uns gleich anschauen. Also erstmal das Problem, dass es mit den Originalbolzen diese 90 Grad Dreher geben kann. Was macht man, um dieses Problem zu lösen? Naja, man sägt aus dem Magazin da unten so 5x5 mm große Stücke raus. Also jetzt wohlgemerkt, das Bild ist jetzt das Magazin auf den Kopf gestellt. Das heißt, man sägt unten am Magazin diese Kunststoffteile raus, nicht oben. Soll auch schon passiert sein, dass jemand das oben rausgesägt hat, aus Versehen. Weil wenn man das dann so zerlegt hat, muss man erstmal aufpassen, wo sie überhaupt noch oben und unten. Und ja, was hier rausgesägt wird, man kann es hier so einigermaßen erkennen, glaube ich. Also wer das jetzt mit seinem Originalmagazin vergleicht, wird eben sehen, dass das Magazin normalerweise hier eben noch weitergeht bis vorne hin und dann eben so aussieht. Und hier jetzt aber genau dieser Bereich hier rausgesägt ist. Also hier so 5 mm nach hinten vielleicht ungefähr und 5 mm nach oben ist dieses Eck hier rausgesägt. Sodass es jetzt hier eben ungefähr so aussieht, das Ganze. Also man kann es, glaube ich, schon einigermaßen erkennen, auch hier sieht man halt hier, dieses Stück ist hier so 5x5 mm, ist hier rausgesägt worden. Und wenn man das macht, dann ist eben ein bisschen mehr Platz für den Bolzen vorhanden, der nach hinten rutscht, eventuell, wenn er von der Sehne so ein bisschen mitgenommen wird, sodass sich die Vanes dann eben nicht verkanten und damit der Bolzen nicht genötigt ist, sich da um 90 Grad zu drehen. Naja, Jörg Sprafe hat das selbst persönlich sogar ein Video dazu gemacht, wie er da diese Teile da raussägt. Das zeige ich gleich nochmal. Aber im Prinzip muss man sich das Video gar nicht unbedingt angucken. Also wie man dieses Magazin zerlegt, ist ja, glaube ich, relativ offensichtlich. Man muss halt einfach hier diese ganzen Schrauben rausdrehen.
Dann hat man diese zwei Metallteile links und rechts rausgedreht und hat dann irgendwann da hinten halt dieses Plastikteil hier einzeln. Kann dieses Plastikteil dann einspannen und dann mit einer Hobbysäge oder so einer Metallsäge hier diese zwei kleinen Stücken hier raussägen. Also ich habe jetzt dauernd schon hier gesagt, woraus ich vor allem auch ich ja meine ganzen Informationen zu 90% beziehe, nämlich aus dieser sehr rührigen Facebook-Gruppe, die sich da nennt Cobra Adder, Steamboat Stinger und Fenris. Man sieht hier als erster, der Admin ist der Jörg Sprafe selber. Und ja, in der Gruppe werden allerlei Probleme angesprochen und dann auch meistens gelöst, muss man sagen. Also sehr informativ das Ganze. Und man sieht hier auch bereits am 15. November 2020, also schon seit 6 Monaten, hat Jörg Sprafe selber hier so ein kleines Video online gestellt, wo er wirklich ganz ausführlich zeigt, wie man dieses 7er Magazin zerlegt, wie man dann hier, man sieht es gerade, wie er dann mit seiner Metallsäge das Magazin entsprechend bearbeitet, diese zwei kleinen Ecken da raussägt und das Ganze dann wieder zusammenbaut. Also da einfach in die Facebook-Gruppe reingehen, dann findet man dieses Video, kann sich das Ganze mal anschauen. Ja, also damit wäre das Problem gelöst, falls es sogar mit den Originalbolzen hier zu drehen kommt. Ich habe das Ganze jetzt auch gemacht bei meinem Magazin, also das ist jetzt ein Foto von meinem Magazin hier, weil ich ja gerade bei diesen Schnellschusssequenzen halt überhaupt kein Risiko eingehen will. Also wenn ich da immer zack jede Sekunde einen Schuss raushau, möchte ich halt wirklich auf der absolut sicheren Seite sein, dass es da nicht irgendwelche Probleme gibt die ganze Zeit. Vor allem, wenn ich das dann 10-mal hintereinander mache. Deswegen habe ich bei mir wirklich prophylaktisch diese Änderung vorgenommen, nachdem ja aus der Facebook-Gruppe bekannt war, dass damit ja keine negativen Auswirkungen verbunden sind, habe ich das hier auch mal gemacht. Also funktioniert auch alles einwandfrei. Naja, jetzt haben wir aber natürlich noch das Problem der nicht-originalen Bolzen. Oder vielleicht nochmal dazu gesagt, wer jetzt diese Modifikation macht, die ich gerade gesagt habe, für den ist dieses Problem dieser sich drehenden Originalbolzen eigentlich zu, würde ich mal wieder nur schätzen, es gibt ja keine statistischen Erhebungen, ich würde mal sagen, zu 95% ist das Problem dann gelöst. Für wen das Problem dann noch nicht gelöst ist oder wer insbesondere auch gern mal eben nicht originale China-Bolzen verwenden will, der soll jetzt mal noch dranbleiben für weitere Lösungsmöglichkeiten. Also wir sehen hier auf dem Foto mal zwei sogenannte China-Bolzen. Warum China-Bolzen? Ja, weil man die halt für sehr wenig Geld direkt in China beim Hersteller bestellen kann. Oder eben zum Beispiel auch bei Bogensportwelt werden die hier verkauft. Also dieser obere, das weiß ich sicher, den habe ich bei Bogensportwelt gekauft, weil die dann auch noch diese besonderen Varianten angeboten haben. Man sieht hier, diese Spitze ist ein bisschen länger als die anderen Spitzen, womit dann auf diesem Pfeil eben vorne ein bisschen mehr Gewicht drauf kommt, sodass der dann halt auch ein bisschen mehr Durchschlagskraft hat. Was aber natürlich nur dann geht, wenn natürlich der Carbonschaft dementsprechend gekürzt ist, damit das Ganze nicht wieder länger wird als ein normaler Bolzen, weil was dann passiert, wissen wir ja schon. Den habe ich dann hinten auch jetzt hier mal mit so einer Alu-Nocke versehen. Die sind grundsätzlich auch nicht schlecht, haben aber auch wieder so gewisse Probleme, sage ich später noch was dazu. Das Problem war jetzt, warum jetzt grundsätzlich diese China-Bolzen manchmal nicht funktionieren oder nicht gut funktionieren, ist eigentlich hauptsächlich diese Nocke da hinten. Diese Nocke sieht zwar aus der Ferne betrachtet eigentlich genauso aus wie eine Originalnocke, jetzt mal abgesehen von der Farbe natürlich, ist aber an bestimmten Stellen eben Bruchteile von Millimetern dicker als die originale Nocke. Und diese Bruchteile von Millimeter, die sich vielleicht in der Summe dann auf einen Millimeter addieren, wenn oben und unten ein bisschen mehr dran ist, das kann eben dafür sorgen, dass es zu Verklemmungen kommt beim Ladevorgang. Das, was dann passiert ist, dass dieser Bolzen mit zurückgezogen wird von der Sehne, und zwar so weit zurückgezogen wird, dass er in die Schlosseinheit reinkommt. Und dann verklemmt er sich unterhalb des Metalls, in der Schlosseinheit, drunter hängt dann die Sehne noch fest und das Ganze verklemmt sich dann so fest, dass man das teilweise auch noch ganz schwer rausbekommt. Naja, welche Modifikationen kann ich jetzt machen, damit dann auch solche Bolzen funktionieren? Ich sage jetzt mal 3 Möglichkeiten, würde ich jetzt mal grob zusammenfassen. Erste Möglichkeit ist natürlich eine relativ offensichtliche. Ich schleife das überschüssige
überschüssige Material an dieser Nocke einfach ab. Also ich lege das Ding einfach neben eine originale Nocke, schaue, wo ist da zu viel Material und schleife oder feile oder fräse das dann dementsprechend ab. Haben schon einige gemacht und haben dann auch berichtet, dass es dann auch funktioniert. Also das ist die eine Möglichkeit. Die können wir ganz schnell abhaken. Ja, wenn wir jetzt schon bei den Nocken sind, bleiben wir vielleicht mal noch kurz hier bei diesen Alunocken. Wie schon gesagt, da wurde auch von Problemen berichtet, dass es durch diese Alunocken teilweise zu höheren Sehnenverschleiß kam. Ich habe mir das dann mal überlegt, woran das liegen könnte, na, und ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass das dann eben an diesen relativ scharfkantigen Nocken hier liegt. Und das Problem ist jetzt nicht etwa, dass dann eben da die Sehne von hinten drauf knallt und deswegen beschädigt wird, sondern dass die Sehne beim Spannvorgang ja immer hier erstmal unterhalb dieser Bolzen liegt. Also das sei jetzt mal so der Draufsicht auf die Sehne, so der Querschnitt von der Sehne, wie sie da unterhalb des Bolzens liegt und beim Spannvorgang hier nach hinten bewegt wird. Und wenn es dann hoffentlich funktioniert, dass der Bolzen nicht zu weit mit nach hinten rutscht, dann wird es ja irgendwann so sein, dass die Sehne hier unten an dem Bolzen vorbeirutscht, um dann hier hinter den Bolzen reinzurutschen. Und in diesem Moment ist es ja so, hier von oben auf den Bolzen drückt natürlich die anderen Bolzen und die Feder von dem Magazin und die Sehne raspelt dann hier eben genau an diesem Bereich an der Nocke vorbei. Und da ist es jetzt meiner Meinung nach so, wenn das hier zu scharfkantig ist, dann führt eben dieses Vorbeiraspeln hier an der Sehne, von der Sehne an dieser Nocke dazu, dass die auf Dauer dann zumindest, nach vielen Dutzend Schuss dann vielleicht erst, beschädigt wird. Also weil das Endergebnis soll ja dann so sein, dass die Sehne dann hier schön hinter der Nocke liegt. Ja, und was habe ich hier gemacht? Ich habe halt dann einfach hier in dem Fall eben nur mal diese eine untere Ecke so ein bisschen abgeschliffen, dass das hier ein bisschen runder wird. Also man sieht schon, ich war faul, ich habe es nur an der einen Seite gemacht hier. Die obere ist noch so scharfkantig wie vorher. Ja, muss ich natürlich darauf achten, dass ich dann das schöne abgeschliffene runde Stück immer nach unten ins Magazin reinlege. Allerdings, wie wir am Anfang schon gesehen haben, man sollte bei der Befüllung des Magazins ohnehin Sorgfalt walten lassen. Und das hilft dann auch dazu, Sorgfalt walten zu lassen, dass ich dann nämlich immer schön darauf achte, dass ich den Bolzen mit der abgerundeten Seite nach unten ins Magazin packe. Naja, und wenn ich es hier mal aus Versehen andersrum machen würde, wäre jetzt auch nicht so schlimm. Da resultieren dann nicht sofort irgendwelche Katastrophen, sondern nur auf Dauer vielleicht, wenn ich das dann 100 Mal mache, dass dann halt meine Sehne schneller verschleißt als anders. Naja, also das war Thema Nocke und jetzt fehlen aber noch diese zwei weiteren Möglichkeiten, wie man das Problem lösen könnte, auch diese China-Bolzen zu verschießen, ohne dass ich die China-Bolzen modifizieren muss. Naja, jetzt haben sich so zwei grundsätzliche Philosophien rauskristallisiert. Erste Philosophie, ich schaffe einfach mehr Platz im Magazin und in der Adder, sodass auch durch die trotz etwas dickeren Nocken genug Platz vorhanden ist, dass die Sehne immer schön unten durchrutschen kann und es hier nicht zu Verklemmungen kommt. Und die andere Philosophie ist, es eben von vornherein irgendwie mechanisch zu verhindern, dass der Bolzen überhaupt zu weit nach hinten rutschen kann. Naja, schauen wir uns die zwei Möglichkeiten mal noch an. Also erste Möglichkeit jetzt eben Platz zu schaffen. Ich habe jetzt leider den Namen dessen, der das jetzt in der Facebook-Gruppe zum ersten Mal vorgeschlagen hat, jetzt nicht parat, er möge mir verzeihen. Aber die Idee, die er hier dann durchgeführt hat und dokumentiert hat, ist eben zum einen hier an der Stelle noch ein bisschen mehr Platz zu schaffen für diese Bolzen. Also wer das jetzt wieder mit seinem Originalmagazin vergleicht, wird sehen, da ist noch so ein bisschen halbrund Material entfernt worden, dass eben an der Stelle noch Platz ist für die etwas dickeren Nocken, dass die nach oben noch genug Platz haben. Also wie wohlgemerkt, das ist jetzt wieder das Magazin von unten betrachtet, dass die Nocken genug Platz haben, dass dann die Sehne hier noch durchrutschen kann.
Das habe ich jetzt eben bei meinem Magazin auch schon mal gemacht, dass ich hier dieses Material noch weggenommen habe. Man kann es vielleicht aus einer anderen Perspektive hier nochmal sehen. Also das ist wieder das Magazin auf den Kopf gedreht. Und man sieht hier an der Stelle, ist eben hier dieser Bereich so ein bisschen rausgefräst worden. Das habe ich bei meinem Magazin eben gemacht. Und seitdem habe ich, wobei ich jetzt nicht so oft mit den China-Bolzen schieße, aber seitdem habe ich eigentlich jetzt keine Probleme mehr gehabt mit diesen China-Bolzen. Also man kann es ja so nach und nach dann immer durchführen, diese ganzen Möglichkeiten, und kann dann schauen, ob das bei einem selber dann schon zum Erfolg führt oder eben nicht. Wenn das dann immer noch nicht zum Erfolg führt, kann man mit dieser Philosophie des Platzschaffens auch noch einen Schritt weitergehen. Man kann nämlich dann noch weitergehen und kann dann sagen, na gut, ich schaffe auch noch direkt jetzt im Schloss ein bisschen mehr Platz nach oben. Also das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht, da habe ich jetzt noch ein bisschen davor zurückgescheut, dass man jetzt eben an der Stelle hier auch nochmal hier so einen Millimeter halbrund rausnimmt. Und das dann eben ungefähr so 5-6 mm nach hinten reingehend in das Schloss. Sodass dann selbst wenn der Bolzen so weit zurückgerutscht ist, dass er nicht jetzt hier sich sofort verkantet, weil das ist dann immer genau der Bereich, wo es dann zu diesen extremen Klemmern führt, sondern dass dann der Bolzen hier immer noch ein bisschen Platz hat nach oben, sodass die Sehnen hier unten durchrutschen können. Und derjenige, der das in der Facebook-Gruppe gemacht hat, dann wirklich auch noch hier das wegzunehmen, hier Metall wegzunehmen, der hat dann auch berichtet, dass er wirklich jetzt keine Probleme hat mehr mit China-Bolzen. Wobei das muss jetzt auch wirklich jeder für sich selber entscheiden, jetzt wirklich hier ans Metall ranzugehen und hier noch Material wegzunehmen. Wenn man das macht, natürlich am besten das Schloss ausbauen, zerlegen, damit dann hier nicht die Metallspäne dann im Schloss bleiben. Oder vielleicht einen starken Staubsauger hinhalten, dass der dann diese ganzen Metallfrässplitter dann gleich einsaugt, wenn man da jetzt rangeht. Also, aber da habe ich jetzt selber keine Erfahrung. Das soll jedem selber überlassen oder soll einfach mal in die Facebook-Gruppe schauen und sich da ein paar Tipps holen. So, das wäre jetzt eben diese eine Philosophie. Die andere Philosophie ist komplett gegenläufig, nämlich dass ich nicht dem Bolzen mehr Platz schaffe, sondern dass ich einfach komplett sofort mechanisch verhindere, dass er überhaupt zu weit zurückrutschen kann. Also schauen wir uns hier das Ganze nochmal an von der Seite. Das Problem, was hier eben passiert, was mir jetzt auch schon zweimal passiert ist mit diesen China-Bolzen, ist ja genau das, dass der China-Bolzen so weit mit zurückgezogen wird, dass er dann irgendwann unterhalb dieses Bereichs hier in dem Schloss drin liegt und die Sehne hier versucht dann noch unterhalb durchzukommen. Das Ganze ist dann aber zu eng und es verkantet sich dann ganz unangenehm. Ich hatte es dann eben auch schon, dass dann der Bolzen wirklich jetzt, sagen wir mal, so weit zurückgerutscht war und das Ganze sich hier massiv verklemmt hatte. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch noch hier zumindest meine manuelle Sicherung drin. Und aber der Bolzen war so weit zurückgerutscht, dass ich nicht mal mehr meine manuelle Sicherung, die ja hier schon so ein bisschen verkürzt war, dass ich die nicht mehr nach vorne gebracht habe und damit auch jetzt hier den Trigger nicht betätigen konnte und damit auch die Kralle nicht lösen konnte. Also ich habe dann keine Chance gehabt, hier die Sehne unten rauszubekommen aus diesem ganzen verklemmten Dilemma hier und musste dann wirklich ganz schön massiv mit einer Zange an dieser Nocke ziehen, damit ich die Nocke hier rausgebracht habe. Das war eben der Grund, warum ich dann irgendwann mal die Sicherung hier komplett rausgenommen habe. Ich habe da mal ein Video dazu gemacht, wie ich da das Ganze zerlege, wo ich dann die Sicherung komplett rausnehme, sodass ich dann zumindest immer die Sicherheit habe, dass ich dann im entspannten Zustand natürlich, das ist ja das Schöne an der Edda, dass ich jetzt dann den Hebel unten wieder lösen kann und das Ganze entspannen kann, dass ich dann im entspannten Zustand hier den Trigger dann trotzdem betätigen kann, sodass die Kralle fällt und ich dann die Sehne hier relativ problemlos nach vorne rausziehen kann. Und dann kann man auch so einen verklemmten Bolzen relativ leicht wieder rausholen, ohne dass dann gleich der ganze Bolzen und alles zerstört wird.
Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren eigentlich bei dem Thema, dass man sagt, wie kann ich jetzt vielleicht verhindern, dass der Bolzen überhaupt zurückrutscht, soweit. Na gut, und eine Möglichkeit, die von manchen eben auch gemacht wurde, ist, an der automatischen Sicherung noch ein bisschen zusätzliches Material hinzugeben. Also wer die Sicherung hier eingebaut hat, hat er hier dann so diesen Hebel und vorne geht das Material von der Sicherung hier, von diesem Sicherungshebel ungefähr so weiter vorne raus. Sodass dann eben, wenn die Sehne hier zurückrutscht, dieser ganze Hebel nach hinten gedrückt wird und damit die Sicherung aktiviert ist. Jetzt gibt es eben welche, die jetzt einfach vorne an den Sicherungshebel, statt da was wegzunehmen, wie es ich und viele andere gemacht haben, damit ich da aus der automatischen Sicherung eine manuelle mache, hier vorne noch ein bisschen Material zusätzlich draufgepackt haben. Und das hilft dann anscheinend tatsächlich dafür, dass ein Bolzen eben nur bis an diese Stelle zurückrutscht, weil der Bolzen dann nicht genug Kraft hat, um diesen ganzen Sicherungshebel nach hinten zu packen. Stattdessen kann dann hier die Sehne unten schön durchrutschen noch, weil hier ist ja noch Platz nach oben. Die Sehne hat dann allerdings genug Kraft, weil die wird ja hier durch den Spannhebel mit großer Kraft hier nach hinten gezogen, sodass die Sehne dann es schafft, den manuellen oder diesen Safety-Bolzen nach hinten zu schieben. Und damit ist sichergestellt, dass die Sehne immer unterhalb der Nocke hier noch durchrutschen kann. Nachteil des Ganzen ist natürlich, ich habe die Sicherung dann drin. Und manche wollen das ja nicht. Manche finden ja die Sicherung blöd, weil sie sagen, wenn ich schnell schießen will, möchte ich nicht immer mich um die Sicherung kümmern. Andere finden die Sicherung natürlich sinnvoll, was auch absolut nachvollziehbar ist, weil es halt einfach sicherer ist. Also, wenn ich den Sicherungshebel hier drin lasse in der Adder, ist das eigentlich eine ganz gute Idee. Einfach hier mit ein bisschen zusätzlichem Material, wie man das dann genau macht, vielleicht am besten auch einfach mal in der Facebook-Gruppe recherchieren. Ich habe das selber noch nicht gemacht. Weiß nicht, wie das am einfachsten geht, also ein bisschen Metall hier vorne zusätzlich aufzutragen. Also, wer die Sicherung drin lässt, kann das hier so machen. Wird bestimmt funktionieren. Und das Letzte, was ich irgendwann mal gesehen habe, ist, dass jemand so ein bisschen Kunststoff da oben hingeklebt hat. Also hier an diesem Bereich, hier das hier so oben hingeklebt hat und hier so eine Kunststoffstück, was hier so irgendwie so ein bisschen schräg runter geht. Oder vielleicht ein bisschen Stahl hat sogar. Also hier so ein bisschen Kunststoff, der hier so schräg runterhängt und das Ganze oben da am Schloss festgeklebt. Und das ist einigermaßen flexibel, dieses Kunststoffteil. Und das sorgt dann eben auch wieder genau für diesen Effekt, dass wenn hier die Nocke des zurückgeschobenen Bolzens ankommt, dass die dann an der Stelle aufgehalten wird. Weil dieses Kunststoffteil eben gerade so fest ist, dass es diesen Pfeil aufhält. Andererseits kann aber wiederum dann die Sehne hier, die hier unten entlang läuft, beim Spannen hier nach hinten durchrutschen und dann hier hinten reingehen. Also, das ist auch noch eine Möglichkeit, wie man vielleicht verhindern kann, dass so ein Bolzen nach hinten rutscht. So. Ja, und das soll es dann mal gewesen sein. Ich hoffe, es war, obwohl es jetzt hier ad hoc, ohne Schnitt durchgezogen wurde, einigermaßen strukturiert und nachvollziehbar. Soll jetzt auch nur die Anregung sein, mal drüber nachzudenken, was für den einen oder anderen selber vielleicht eine Lösung sein könnte oder nicht, damit er dann schon ein bisschen gezielter eben vor allem in dieser Facebook-Gruppe, die ich nach wie vor einfach nochmal empfehlen möchte, da dann suchen kann nach den entsprechenden Anleitungen und Hilfestellungen. Ja, das soll es dann gewesen sein für dieses Mal und man sieht sich. Ja, und tschüss.